Wir sind heute aus unserem kleinen, schnuckeligen Studio ausgezogen und hier auf den Flur. Und warum? Weil wir eine Runde spielen wollen. Genau, und damit hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, zu unserer großen Spieleshow heute in der Weihnachtssendung. Wir haben uns ein paar schöne Spiele ausgedacht, die die Mitarbeiter des Orga-Lehrstuhls spielen müssen und dabei zeigen können, was sie drauf haben. Lass uns aber nicht um den heißen Brei reden, schauen wir uns die Spiele an. Seit diesem Sommer ist er Doktor und jetzt ist er Leiter hier am Lehrstuhl. Hier, wir sind gespannt, wie er sich bei unseren Spielen schlagen wird. Hier ist Dr. Uwe Eisenbeiß. Dass sie nicht nur mit der Saarbrücker Formeln umgehen kann, sondern bestimmt auch ein gutes Händchen hier bei unseren Spielen hat, das zeigt uns heute Frau Stefanie Müller. Wöchentlich ist sie in unserem Vodcast zu sehen, berichtet über Spannendes aus der Medien- und Technikwelt und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Hier ist Caroline Nimczyk. Zurzeit ist er leider selten im Saarland, aber wir haben ihn extra vom anderen Ende der Welt einfliegen lassen. Die Studenten auf meinprof.de geben ihm eine 2,2. Ob er diese gute Leistung auch heute unter Beweis stellen kann, das werden wir sehen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Scholz. Das sind also unsere Kandidaten heute in unserer Spieleshow. Welche Spiele sie spielen, das wissen sie noch nicht. Und in welchem Teams sie spielen, wissen sie auch noch nicht. Genau, wir wollten auslosen, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, den klassischen Geschlechterkampf Männlein gegen Weiblein. Damit sitzen die beiden Damen schon richtig. Wenn sie aber bitte noch eins rüberrutschen, dass die Herren auch nebeneinander Platz nehmen können. Somit haben wir zwei Teams. Im Team Rot Christian Scholz, Uwe Eisenbeiß. Im Team Blau Caroline Nimczyk und Stefanie Müller. Bevor wir aber zum ersten Spiel kommen, schauen wir uns erst einmal an, was im ersten Quartal 2007 am Lehrstuhl alles passiert ist. Am 18.01.2007 ist das Europa-Institut mit seinen MBA-Studenten auf Medienexkursion in Düsseldorf. Nachdem die Studenten eine Woche Medienmanagement theoretisch behandelt haben, geht es von Donnerstag bis Sonntag um die Praxis. Höhepunkte des Ausfluges sind die Besichtigung des Medienhafens, der Druckerei der Rheinischen Post sowie des Düsseldorfer Stadtsenders Center TV. Das Institut für Managementkompetenz hat unter der Leitung von Professor Scholz mit dem Arbeitsweltmonitor ein neuartiges Instrument entwickelt und erfolgreich erprobt. Der Monitor liefert seit einem Jahr Unternehmen aktuelle Informationen für das Personalmanagement. In sogenannten Panel-Analysen werden Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen Fragen zu Karriere und Entwicklung, Finanzen, Arbeitsumfeld und Gesundheit gestellt. Die Ergebnisse geben einen Überblick über die Personalarbeit und es werden Trends und Stimmungen unter den Mitarbeitern sichtbar. Wer sich für die bisherigen Ergebnisse des Arbeitsweltmonitors interessiert, kann die Studie kostenlos auf der Homepage anfordern. Dass das Jahr erfolgreich losging, das haben wir jetzt gesehen. Aber die Kandidaten sind schon gespannt auf das erste Spiel und das ist folgendes. Familienduell. Ich weiß nicht, ob die Regeln bekannt sind, aber die beiden mit den Luftballons müssen bitte nach vorne treten. Ich werde eine Frage stellen. Wer die Antwort als erstes weiß, der muss den Luftballon so schnell wie möglich zerstechen und darf dann die Antwort geben. Wenn diese Antwort auf unserer Tafel unter den Top 4 erscheint,
bekommen Sie Punkte. Dann darf das Team weitermachen. Also wenn jetzt Frau Nimczek die richtige Antwort hat, die hier unter den ersten vier ist, darf Frau Müller eine nächste Antwort geben, so lange, bis eine Antwort falsch gesagt wurde, dann wird gewechselt, dann wären die Herren dran. Ja? Okay, fangen wir an. Wir haben 100 Leute am Lehrstuhl gefragt, nennen Sie ein Thema, zu dem im Arbeitsweltmonitor Fragen gestellt werden. Scheiße, das geht nicht. Nichts zu dem Thema. Das geht nicht kaputt, ich weiß nicht, wir haben nichts. Pech, falsch gehalten. Ach, mein Thema, ey, aber ich kann nicht. Gesundheit. Ja, Gesundheit ist richtig. Aber noch nicht die Top-Antwort. Jetzt ist Herr Scholz dran. Wir sind dran, wir brauchen jetzt einfach. Sie dürfen jetzt ein Thema sagen. Wie viele Fragen holen? Ne, wir haben 100 Leute am Lehrstuhl gefragt. Nennen Sie ein Thema, zu dem im Arbeitsweltmonitor Fragen gestellt werden. Personalentwicklung. Dudu, leider falsch. Oh. Ich sag, ja. Karriereentwicklung. Karriere ist die Top-Antwort. Oh. Haben wir da? Arbeitsumfeld? Ja. Eins fehlt noch. Darf ich auch gerne beraten jetzt? Offiziell heißt es Einkommen, Absicherung und Vorsorge, aber manchmal wird es auch Finanzen. Genau, richtig. Yeah. Und damit gehen die Ladies 1:0 in Führung. So, dann dürfen Sie wieder Platz nehmen. Ja, danke. Und Herr Scholz und Frau Nimczek bitte ich hier zum Experteninterview. Okay. Genau. Ja, Entschuldigung, ich darf nicht bleiben dürfen. Entschuldigung. Genau, und Thema des Expertengesprächs ist das Arbeitswelt, der Arbeitsweltmonitor. Okay. Und wir sollen uns jetzt unterhalten. Ja. Genau. Okay, Frau Nimczek. Ja, Herr Scholz. Die haben Sie schon richtig erraten. Sehr gut, ne? Ich beschäftige mich auch fast tagtäglich damit. Okay. Was hat es am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat uns, dass die Unternehmen sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, finde ich persönlich. Und dass es wahrscheinlich auch Korrelationen gibt, mit denen man erstmal nicht rechnet. Zum Beispiel? Das, was wir jetzt gerade drüber das, was wir gerade rausgefunden haben, dass Bildschirmarbeit Menschen isoliert. Ja. Ist ja sehr klischeehaft, aber kommt wirklich dabei raus. Mhm. Ansonsten? Ansonsten ist es. Brauchen wir mehr Zuschauer sozusagen, mehr Teilnehmer. Wie macht man das? Man kauft Teilnehmer, dann bekommt man Sponsoren. Das habe ich in dem Weblog gehört. Ja, nein, machen wir nicht. Aber wie kriegen wir Teilnehmer mehr? Wir machen einen Appell an die Organisation. Genau. Alle die Firmen, welche Kamera? Die oder die? Das ist ganz egal. Gut, wir nehmen liebe Unternehmen, machen Sie doch mit bei unserem tollen Arbeitsweltmonitor. Es ist noch kostenlos und wir wundern uns, warum eigentlich niemand seine Mitarbeiter mal fragt nach den Stärken und Schwächen, die im Unternehmen sind. Vielleicht wollen die Ergebnisse nicht hören. Vielleicht haben sie Angst davor. Aber jetzt ab heute nicht mehr. Genau. Gut. So, das war mehr zum Thema Arbeitsweltmonitor und wie es am Lehrstuhl im zweiten Quartal weitergegangen ist, das sehen wir jetzt. Der Aufschwung ist angekommen. Dieser Satz prägt den Wirtschaftsoptimismus im Mai. Ausgerufen wird er jedoch hauptsächlich vom männlichen Geschlecht. Trotz zunehmender Personalknappheit bekennen sich Unternehmen nur zögerlich zur Jobvergabe an Frauen. Gerade bei Unternehmen, die sich erst bei der zunehmenden Personalknappheit für weibliche Bewerber offen zeigen, sei Vorsicht geboten. Explizite Stellenangebote und Förderprogramme für Frauen seien oft ein Indikator latenter Frauenfeindlichkeit, mahnt Professor Dr. Christian Scholz in seinem FAZ-Blog. In diesem können noch weitere Tipps und Kniffe zur modernen Arbeitswelt nachgelesen werden. Der Orga-Lehrstuhl ist vom 9. bis 15. Juni auf dem Wissenschaftssommer in Essen vertreten, wo über die These diskutiert wird, der Mensch im Arbeitsleben, überflüssiger Kostenfaktor oder wirkliche Chance. Grundlage dieser Diskussion ist die Saarbrücker Formel, ein innovativer Ansatz zur Bewertung des Humankapitals eines Unternehmens. Spielkarten, die verschiedene Bevölkerungsgruppen repräsentieren und jeweils individuelle Handlungsempfehlungen bereitstellen, sollen das Interesse der Messebesucher für das Thema Humankapital wecken.
So steht zum Beispiel die Herz-Dame für den Arbeitnehmer, der nicht länger als Kostenfaktor, sondern als Wertträger im Unternehmen wahrgenommen werden soll. Mit Worten können all unsere Kandidaten umgehen, aber was machen sie eigentlich, wenn sie diese Worte nicht benutzen dürfen? In unserer zweiten Runde geht es nämlich um die Montagsmaler. So, ich denke, die Regeln für die Montagsmaler dürften bekannt sein. Derjenige, der hier den Begriff, den ich ihm zeigen werde, anmalt, der darf nicht reden, sondern einfach nur anmalen. Und der andere aus dem Team muss das Gemalte erraten. Ich würde sagen, Ladies first. Wer ist die Kreativere? Wer möchte gerne malen? Okay, hier sind die Stifte. Und der erste Begriff ist dieser hier. Gesicht, Teddybär, Bär, 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 Bärentatze, Bär, zweites Wort ist Bär, Lehrbuch, oh, nee. Augenbär, Panda-Bär, Tatze, Bärentatze, Bärenfell, Bären... Darf ich es auch sagen? Bären, keine Ahnung, Bären... ein anderer Bär. Was ach so, Braunbär, Braunbär. Darf ich das sagen? Das Markante fehlt doch. Schwarzbär, Panda-Bär, Koala-Bär, Tatzenbär, Krabbenbär. Du hattest Koala-Bär. Ja. Zweiter Begriff. Ach du Scheiße. Ich weiß nie, wie es richtig ist. Peace. Nein. Mercedes. Daimler Benz. Autokennzeichen. Mercedes Benz. Auspuff. Autoabgase. Auto. Haube, Autofahrer, Chauffeur, Rennauto, Mercedes, Rennauto, Formel 1, aber ich weiß nicht, wie die Autos da heißen, keine Chance, können wir weitermachen. Okay, dann ist beendet. Okay. Kriegt sie es gesagt? Was McLaren war? Mercedes wäre es gewesen. Keine Chance. Gut, dann wäre es. Dann sind jetzt die Herren dran. Das wird schwierig. Ja, schon Sie. Sie, ach so, Sie müssen Sport zwei aus, ne? Begriffe also jetzt erraten. Und der erste ist dieser hier. Ich will gar nicht passen. Ach, Sie können den anderen. Hund, Katze, Maus. Lokomotivführer. Ja, okay. Mhm. Zweiter Begriff? Das war's schon. Das war's. Lokomotivführer. Gelesen, ja? Danke, mal kurz. Mensch, Gesicht. Darf man auch mal sehen? Darf ich das aufschreiben? Ja, mal. Gesicht, Mann, Frau. Gruppe? Nee. Ah, ich weiß nicht, ja. Bewertung? Ja, den Bär muss ich auch vorher. Ja, das stimmt. 50, 10, 20, 30. Das ist ganz schwer. Der Brüssel, das ist aber ganz leicht. Steffi und ich wissen. Was das ist? Fähnchen, Karten, Bewertung. Geld. Ja, Bewertung. So. Und. Sparbüchse. Man schmeißt Geld, Brieftasche. Geldbörse, Tasche. Geldbörse? Börsengeld, Börsenspiel.
Sie müssen das wie die Steffi machen. Ist das also, Geld an erster Stelle? Nochmal das Wort, nochmal das Wort. Geld. Geld, ja. Börse. Also das Wort heißt Geld, Börse. 10, 9, Börse, 8, Börse, 7, Börse, 6, irgendwie. 4, 3, ich gebe 2, 1. Das okay, war's? Fertig, das war's. Jobbörse wär's gewesen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll bei Jobbörse. Jobbörse? Ja. Ich wollte erst auf Börse, also auf Geldbörse und dann das zweite Wort und dann wollte ich irgendwie dann. Menschen malen. Jobbörse ist schwer. Wir haben so Humankapitale gedacht. Ja, das wäre auch noch ein Begriff gewesen. Aber bei Humankapital sind wir beim richtigen Thema. Es geht nämlich jetzt mit dem Expertengespräch weiter mit der Stefanie Müller und dem Herrn Professor Dr. Scholz. Okay. Ich lasse Experteninterview hier wieder an unserer Interviewwand. Okay, zum Thema Saarbrücker Form. Ich wollte erst ein B und ein. Okay. Herr Scholz, wie kommt man auf die Idee, Humankapital zu bewerten? Wenn wir gar nicht anders mehr bewerten können, Unternehmen bewerten Humankapital. Okay, vor welchem Hintergrund? Warum? Was bringt es uns? Das ist Unternehmen wichtig als Steuerungsgröße, um zu wissen, wie gut Unternehmen sind, um zu wissen, wie gut die Personalarbeit ist. Ja. Um Unternehmen wirklich bewerten zu können. Wie viele Unternehmen denken Sie, machen sowas zurzeit oder denken darüber nach? Ähnlich wie vorhin, trauen sich noch nicht alle, nachdenken tun sehr viele drüber. Mhm. Es würden sehr, sehr viele mitmachen, wenn sie die Ergebnisse wüssten und wissen, dass sie gut ausfallen. Ja. Sollen wir vielleicht auch diesmal nochmal einen Aufruf starten an die saarländischen Unternehmen? Wir können ja jetzt hier eine große Aufrufaktion machen. Die also, Kamera ist da. Steffi, wir haben noch mehr Projekte als nur den Arbeitsweltmonitor. All diejenigen, die Lust und Spaß haben, mal ihr Humankapital zu messen, einfach bei uns melden. Also wer nicht bei der Kamera mitmachen möchte, einfach zu mir. Mitmachen. Wir haben viele Optionen. Sind beide recht gut im Spiel, wir haben es ja gesehen, können auch umzeichnen. Okay. Gut. Dann kommen wir nun zum ersten Zwischenstand. Nachdem das Spiel Tabu eher unentschieden ausgegangen ist, also jede Mannschaft einen Punkt gekriegt hat, steht es jetzt 2-1 für das blaue Team. Yeah. Yeah. Aber nun kommen wir erst zu unserem letzten Spiel, das alles entscheiden kann, denn es gibt für dieses Spiel für den Sieger 3 Punkte. Das heißt, wer jetzt gewinnt, gewinnt das Ticket für das Finale. Und zwar ist die nächste Runde Tabu. Tabu ist, da darf man ein Wort nicht sagen, ne? Genau. Nicht genau. Wir haben es entschieden. Ja? Wir nehmen den zweiten Platz. Wir wollen sehen, wie die beiden spielen. Was ist das? Da gewinnt die Karo. Nee. Gut, Stefan. Gut, aber bevor wir mit dem nächsten Spiel anfangen, kommt hier noch der Rückblick ins vierte Quartal. Mit den aktuellen Veränderungen der Medienwelt befasst sich die internationale Medienmanagement-Tagung vom 2. bis 4. Juli. An dieser Saarbrücker Uni treffen sich 30 internationale Forscher zu ihrer jährlichen Tagung. Eine Trendbefragung von Professor Scholz im Vorfeld hat ergeben, dass für Zeitungen, Radio und Fernsehen Umsatzrückgänge erwartet werden. Die Bereiche Videogames, Internet und Mobile Services hingegen werden wachsen. Den daraus resultierenden Herausforderungen der Medienbranche gehen die Forscher auf den Grund und suchen Wege, den Herausforderungen zu begegnen. Vom 3. bis 8. August präsentiert der Orga-Lehrstuhl seine Saarbrücker Formel auf der Academy of Management Konferenz in Philadelphia. An der jährlich stattfindenden Konferenz nahmen im letzten Jahr 6.000 Personen aus 73 Ländern teil. Die Saarbrücker Formel, die inzwischen im deutschsprachigen Raum als der führende Ansatz der monetären Humankapitalbewertung bekannt ist, wird im Rahmen der Konferenz erstmals den amerikanischen Personalmanagement-Community vorgestellt. Auf der Konferenz haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Systemunterschiede zu diskutieren. So, jetzt geht's weiter mit Tabu. Eben haben die Damen angefangen, jetzt dürfen die Herren anfangen. Jeder hat genau eine 1,5 Minuten Zeit. Derjenige, der erklärt, muss sich hier hin oder
kann hier stehen, kann hier sitzen bleiben. Derjenige, der raten muss, muss sich so hinstellen, wie ich jetzt stehe, also mit dem Rücken zur Tafel. Darf sich nicht umdrehen. Ah, das steht das Wort. Der Begriff, den man erklären soll, der steht in Schwarz. In Rot stehen alle Begriffe, die man nicht nennen darf. Ja, also Schwarz ist, darf ich sagen, und alle roten Begriffe darf ich nicht nennen, sonst ist es ein Punkt für die Schwarz darf ich auch nicht sagen, weil Schwarz darf man auch nicht sagen, weil der Begriff ist klar. Und los. Die Gruppe von dem, was wir heute sehen, was ist heute Abend dran? Morgen TV. Okay, was für eine Sparte ist das in der Medienwirtschaft? Internetfernsehen. Ja, erste Wort austauschen. In ein dreibuchstabiges Wort. Web-TV. Richtig. Das zweite, eine ganz neue Programmiersprache. Die ja, das XML. Weiter neu. Next. Okay. Das, was im Prinzip die englische Übersetzung von Inhalt durch Benutzer geschaffen. User-generated Content. Ja. Das, wo man sich selber im Internet präsentiert. Los. Nein. Wo sie etwas, der Raum, der mir alleine gehört. Übersetzung. Der alleine gehört. Der Raum, der mir alleine gehört. My Room, Mini Room, Mini Room P. Nein, das erste ist richtig. My Space. Ja. Okay. 1:14. Ah, okay. Achso, es geht um Darf ich mal kurz was fragen? No, ich habe vergessen, normalerweise sind Übersetzungen nicht erlaubt. Nee, das wollte ich nicht fragen. Ich wollte fragen, sind das jetzt nur noch so Web 2.0 Sachen, weil dann tauschen wir. Also dann, es kommt ein bisschen drauf an, wer bei uns rät. Weil das ist, das müsste man halt wissen. Ja, ja, das ist aber Schummeln vorher. Ja, stimmt. Also, Sie können nicht morgen gehen, das andere geht das andere vor. Ja, aber Sie wissen, wie das ist. Jetzt haben Sie ja Glück gehabt, weil er kennt sich ja da Sie aus. Sie haben es eigentlich nicht gewusst. Doch, ich habe es nicht gewusst. Sie kennt sich ja mal aus, aber die Steffi kennt sich da nicht aus. Nee, doch, aber ich weiß, so, wenn das jetzt SFO ist und nicht gerade, dann habe ich Pech, weil dann weiß ich... Gut, dann von dem Taxi hier vorne hin. Oder was ist besser? Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Oh, das kann die Karo nicht. Und los. Jetzt wird's gut. Zeit läuft. Dann mach weiter. Nächster Begriff, wenn ich nicht weiß. Das auch nicht? Weiß ich auch nicht. Wer heißt denn was? Wir haben gewonnen. Ah, ja, right. Oder die Faust. Ja, was ist denn da ein Begriff? Was muss denn Scholz machen? Lehre. Forschung. In der FAZ. Blog schreiben. Das ist aber leicht. Wenn man ganz viel zusammenarbeitet mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Personen, die dann lernt man sich ein Netzwerk. Das letzte war richtig. Network. Ja. Und vorne dran kommt noch ein Begriff. Etwas. Social Network. Ja. Oh Gott. Wenn Sie können, es auch über Zerlegung der Wörter irgendwie probieren. Wenn Sie dir geholfen wird. Ja, das ist ja schon. Ich will doch nicht drauf, ich sag mal. MySpace, YouTube, Tim O'Reilly, Web 3.0, Jetzt haben wir Konferenz. 4.0 ist auch noch. Berufsweise, also irgendetwas, was man macht. Zumindest also Sie nicht. Es hat was mit Bloggen, mit dem neuen tollen Web zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, sie hat es aber schon genannt. Hat sie es schon genannt? Nee. Du hast es schon genannt. Nee, ist schon okay. Achso, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bloggen, schreiben, hochladen. Okay, ich glaube, das wird heute leider nichts mehr. Damit haben die Herren gewonnen. Wollten wir das gar nicht? Nee, wir wollten das gar nicht. Da sehen Sie. Die Damen
bekommen. Das war jetzt aber nicht gerecht, ne? Ich bin jetzt immer wieder Betriebsrat hier, aber das war jetzt... Sebastian, ich darf sie rausbinden. Ja gut, aber das war... Und in der Zwischenzeit schauen wir uns an, was im vierten Quartal passiert ist. Zum Start des neuen Forschungsschwerpunktes des Lehrstuhls über die zukünftige Nutzung mobiler Endgeräte begeben sich Professor Scholz und Dr. Eisenbeiß nach Asien. Japan und Korea gelten als Vorreiternationen bei der Nutzung mobiler Geräte als Internet- und Spieleportale. Deshalb haben sie dort zukünftige Trends beim Wechsel von ortsgebundenem zu mobilem Webzugang analysiert. Europa steht diese Entwicklung noch bevor und wir wollen heute schon die Nutzungsmöglichkeiten von morgen prüfen, so Dr. Eisenbeiß. Am 25. Oktober wurden in Siegen zum 5. Mal der Best Purse Award für mittelständische Unternehmen verliehen. Der Preis ehrt Firmen, die sich durch eine besonders erfolgreiche Personalarbeit während des letzten Jahres ausgezeichnet haben. Die Qualität wird dabei anhand von 10 Kategorien erhoben, zum Beispiel Strategie und Vision, Personalbeschaffung, Personaleinsatz und Entwicklung sowie Kommunikation. In diesem Jahr konnten sich neben den Gewinnern DDS Dresdner Direktservice GmbH, Systems Multimedia Solutions GmbH und die Kassenärztliche Vereinigung Bayers, KDÖA, 37 weitere Unternehmen über das Best Purse Zertifikat für gute Personalarbeit freuen. Zur Beendigung des 1997 gestarteten Global Performance Projects begeben sich Professor Scholz und Professor Stein nach Brisbane, Australien. Das GPP untersucht im Bereich empirischer internationaler Organisations- und Managementforschung Muster erfolgreicher und nicht erfolgreicher Unternehmen. Der Forschungsrahmen konzentriert sich neben den traditionellen Komponenten des situativen Ansatzes insbesondere auf das Personalmanagement. Während des Forschungssemesters wurde die Thematik in einem Vortrag aufgegriffen und das dazugehörige Buch annähernd fertiggestellt. Also wir haben einen Gewinner oder ein Gewinnerteam. Das sind die Herren der Schöpfung, die Damen müssen jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen. Danke fürs Mitspielen. Kriegerpaus. Gut, und jetzt gibt es... Jetzt haben wir unsere Weihnachtssendung wieder für uns. Genau, jetzt so wie sich das gehört. Jetzt haben wir die traditionelle Weihnachtssendung. Jetzt gibt es noch ein Expertengespräch. Von hier oder da vorne? Von vorne, da ist es schöner als Licht. Und da ist die Expertenrunde zum Web 2.0. Wir sollen das jetzt hier so hinstellen, dass wir uns sehen. Ja. Erzählen wir uns über. Über Web 2.0. Warum verstehen das Unternehmen nicht? Es wird zu viel geplaudert. Es wird sehr viel beratermäßig tolle Dinge werden verkauft, hinter denen aber eigentlich gar nichts Neues steckt. Man erzählt da über irgendwelche Netzwerkeffekte, die jetzt plötzlich auftreten, die keiner versteht, aber die es schon seit 100 Jahren gibt, also mit Web 2.0 eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, deswegen versteht das keiner, weil eigentlich keine Substanz in den meisten Diskussionen ist. Wie können wir das ändern? Ja, wir haben das schon im Seminar versucht zu ändern. Da ist uns auch teilweise gelungen. Ja. Und wir müssen ab und zu mal ein bisschen was in den unterschiedlichen Medien platzieren. Also mehr publizieren zu Web 2.0. Ja. Ist das nicht jetzt eigentlich paradox? Ja, das ist eigentlich paradox. Wenn wir einen Zeitschriftenartikel über Web 2.0 schreiben? Eigentlich müssen wir bloggen darüber. Tja. Aber dann in der Blogger-Szene nimmt das niemand ernst. Nein, ich weiß. Okay, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist auch ein Aufruf, in der Blogger-Szene uns ernst nehmen. Ja, man muss immer über Sachen nachdenken, diese strukturieren, wirklich mal dahinter schauen, was ein Konzept dahinter steht, weil im Moment wird dann nur über heiße Luft geplaudert. Und das macht, ist eigentlich schade, weil es ein recht interessantes Thema ist. Das ist ein spannendes Thema, eine recht interessante Sache. Und es gibt einige Dinge, die man damit gut lösen könnte. Also fast so spannend wie Arbeitsweltmonitor und Humankapital. Ja. Okay. Kommen wir nun also zum großen Finale dieser Show, nämlich dem großen V-Tennis-Turnier Australian Open, da Herr Scholz ja zurzeit in Australien war. Jetzt also Australian Open hier live, um den großen Gewinner dieser Spieleshow zu ermitteln. Bin ich rot? Das ist also die neue Wii-Konsole. Wir haben einmal auf der linken Seite Christian Scholz und auf der rechten Seite
Uwe Eisenbeiß, wir haben etwas die Avatare bearbeitet, so dass es auf gut aussieht. Wir machen ein Spiel 2 von 3, also ist ganz einfach wie auf dem normalen Center Court. Aufschlag hat Herr Scholz auf der auf A werfen Sie und dann Schlag. Und dann ganz normal schlagen. Ja, wir gehen mal hier. Genau, so wie aus dem Bild. So, was bin ich das da vorne? Gut, zum Glück müssen wir nicht richtig alles spielen. Genau, also gut, fangen wir an. Alles gefilmt, okay. Und da gleich ein Ass für Herrn Scholz. Achso, ich muss hier hin. 15-0. Oi. Das ist wieder ein Punkt. Ja, Tennis ist kein Gefühl. Ich muss schneller hinlaufen. Respekt. Zufallstreffer. Gibt's gar keinen Applaus, was ist denn da los? Komisch, ja. Da ist doch normalerweise. Vielleicht müssen wir den höher werfen. Achso, der war schon mal. Jetzt kommt der Applaus, den habe ich die ganze Zeit gesucht. Gehen Sie jetzt ganz besser. Der war da. Ah. Schlechter Schiedsrichter. Der war schlechter Linien. Aber wenn der nicht aus war. Egal. Gut. So, jetzt haben wir schon wieder keinen Applaus. Ein Spielball. Für Herrn Scholz, für das erste Spiel aus. Ein Start zurück. Und da kommt er nicht mehr ran an den Ball. Vorteil für Herrn Eisenbeiß. War der nicht etwa aus? Der war drinnen. Der hat noch die Linie gekratzt. Ja, aber im Einzel gelten die Innere. Ich bin doppelt, Herr Schröder. Okay. Ich hab's ja mal probiert. Ah, nein, Ass. Das wird jetzt ganz spannend. Ich hab's ja mal probiert, aber vielleicht hätte Schiedsrichter verstanden. Die Fans freuen sich. Endlich hier mal ein bisschen Publikum. Ich glaube, das ist anders. Wieder Vorteil für Herrn Eisenbeiß. Also das geht hier hin und her, da ist noch nicht... Wir spielen jetzt bis heute Nacht, Herr Scholz. Und da kommt das Ass, da ist wieder Einstand. Also das könnte noch wieder eine längere Sache werden, wie so oft hier bei den Australian Open auf dem Center Court. Ich kapiert der wenigstens, dass das gehört. Und da Netz. Also wieder Vorteil. Uwe Eisenbeiß. Der hat sogar meine Frisur da oben. Ich sehe jetzt nicht. Da geht er ins Aus, Vorteil zu Einstand. Vorstand zu und der neue Vorteil. Also, das wird geht am Ende entgegen. Das ist natürlich entspannt. Ja, wir machen das jetzt bis extra fürs Publikum. Also das Publikum bekommt was für sein Geld hier. Ja, das ist auch richtig so. Wir haben jetzt, du merkst auch, was ihr sagt. Das Publikum wacht dann auf, wenn wir das so wollen. Ne? Und aus Vorteil erneut, Uwe Eisenbeiß, ich glaube der 6. oder 7. inzwischen. Andere haben da schon längst ein Spiel gewonnen. Naja gut, mal gucken, wie es weitergeht. Und er war ganz knapp im Aus. Und damit haben wir ein Spiel. Uwe Eisenbeiß macht das Break. Gut. Und geht damit 1 zu 0. Er macht das Break. Der Eisenbeiß in der Relation. Was? Wie schlägt man auf? Jetzt Aufschlag mit Schlagen. A und los geht's. Zweites Spiel.
Wow. Lang, aber da war noch drin. Das war ein Ritual. Wow, das ist ja ganz stark. 0,15. Wie dieses Männchen da aussieht, das ist ja verboten. Und da schlägt er ein Luftloch, 0,30, viel mehr. Liebe Zuschauer, die auf die Volksmusik warten, die Sendungen verzögern sich noch um einige Minuten, aber wir haben hier ein sehr interessantes Match auf dem Center Court. Da wollen wir noch nicht rausgehen. 15:30 jetzt. Ein Netzroller, der dann ins Haus geht. Erneut Aufschlag. Lange, hohe Bälle. Man merkt die Ermüdungserscheinungen auf dem Center Court. Es ist Tennis. Es ist sehr heiß hier in Melbourne. Das sind Topspin-Lobs, das merkt der Kommentator nicht. Es ist sehr heiß hier in Melbourne, selbst ich in meiner Reporterkabine fange jetzt an zu schwitzen. Ah. Und davon sieht er hier ins Haus. 15:40. Das war doch jetzt damit, das war Tennis. Das war Tennis. Ja, lange das machen wir jetzt noch mal extra Bayern extremer. Jetzt machen wir es extremer noch. Gehen wir auf die, die es Jenny hat. Und damit haben wir das Spiel bei Herr Scholz. Also 1:1, das letzte Spiel entscheidet jetzt, wer Gesamtsieger hier bei der großen Orga-TV-Spielshow wird. Der Ball ist wieder im Spiel. Und der Punkt an Herrn Scholz, 15:0. Er ist noch 2 Punkte vom Sieg entfernt. Nerven liegen lang, ja, ich merk's. Er zeigt Nerven. 3 Matchbälle jetzt für Herrn Scholz. Wenn er das nicht macht, dann wissen wir auch nicht. Dann müsste es schon sehr übel hier zugehen. Und das war's. Kannst du den Schläger gar nicht hinschmeißen? Ja, Mann. So, und damit haben wir einen Sieger von unserem großen Orga-TV-Gewinnspiel. Und das ist Herr Professor Dr. Scholz. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und frohe Weihnachten. Danke. Glückwunsch. Dankeschön. Zum zweiten Sieger. Frohe Weihnachten. Und wir verabschieden uns für diese Woche. Wir wünschen euch auch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr fängt die ÖMP an, die Übung zur Medienpraxis. 5 Wochen lang bieten diese Teams euch das Neueste aus der Welt, aus der mobilen Welt. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss, haltet die Ohren steif. We'll be right back.